Dominik für 16bars.de, heute in Düsseldorf mit Farid Bang. Sag mal hallo. Hallo, 16bars.de. Ja, wir sind heute eben in Düsseldorf, eben am wunderschönen Valentinstag. Und da stellt sich natürlich am Anfang die Frage irgendwie, am Tag der Liebe irgendwie, sagen wir mal, du bist ja so ein bisschen als Frauenversteher, sagen wir mal, bekannt. Auch so ein paar Skits irgendwie mit so ein paar netten Telefonaten. Was hast du am Valentinstag geplant, beziehungsweise hast du irgendwie Tipps und Tricks für all diejenigen, die noch nicht wussten, was sie heute machen sollen? Natürlich, also was ich Ihnen empfehlen kann, Valentinstag, wir werden gleich einen Saunaclub aufsuchen mit der ganzen Mannschaft und dann Massengangbang veranstalten. Das ist letzten Endes, wie wir unseren Valentinstag feiern. Ansonsten für die Leute da draußen kann ich halt nur empfehlen, beschenkt eure Frau, macht euch vielleicht eine Schleife um den Penis. Also wie gesagt, es gibt natürlich zig Möglichkeiten, wie ihr eure Frauen irgendwie eine Freude machen könnt. Ihr könnt sie auch zu mir schicken, das ist, glaube ich, die größte Freude für jede Frau. Ja, und das wäre natürlich eine Alternative so. Alles klar, gleichzeitig sind wir ja gerade am Karnevalwochenende. So, jetzt nicht in Köln, sondern jetzt eher so in Düsseldorf. Seid ihr da auch irgendwie unterwegs und seid auf Karnevaltour und feiert ein bisschen? Also ich habe gehört, auf jeden Fall Elgier, wo ist Elgier? Elgier da hinten. Der war auf jeden Fall tätig am Karneval, hat mir gestern ganz stolz demonstriert, was er da letzten Endes gemacht hat. Auf seinem Handy hat er auf jeden Fall ein paar nette Videos gefilmt. LG, wenn ihr mal auf seine MySpace-Seite geht, steht da nicht umsonst Milf Hunter. Also so in dem Zusammenhang, ansonsten, ich glaube nicht, dass hier jemand Karneval feiert. Nee, ich selber feiere dies Jahr auch nicht, aber wer weiß, ich fühle mich auch gerade ein bisschen nicht gut, ich bin ein bisschen erkältet. Aber ich könnte mir schon vorstellen, in die Altstadt zu gehen und da die ein oder andere nette Dame wegzuhämmern. Alles klar, kommen wir aber am besten mal gleich zu deinem Album, welches jetzt kommen wird, Asphalt Massaker 2. Es nimmt ja vom Titel her direkt Bezug auf dein Debüt, da vor 2 Jahren. So, jetzt ist die Sache, auf dem Debütalbum war, sagen wir mal, straighte, harte Tracks, sagen wir mal, ein ernster. Wird das so bei Asphalt Massaker genauso sein oder auch ein paar ernstere Dinger? Also bei Asphalt Massaker haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr ernstes Outro. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Outro. Man hat auch so noch zwei Storytelling irgendwie Tracks da drauf. Aber ansonsten ist es kontinuierlich hart gerappt, hart gedisst, in Arsch gefickt. Auch wieder mit der Dissdichte? Ja, natürlich. Asphalt Massaker, das steht ja für harte Disses, für lustige Disses. Und allein der Name steht halt für diese Art von Rap, für diese lustigen Punchlines, für die harten Disses. Und es ist halt mein Debüt und es geht einfach da weiter, wo man zuletzt aufgehört hat. Ja, durch die Pre-Single Wer will Beef, da haben wir auch jetzt schon Sido, Flair, Alpagan, Frankie Kubrick, haben da, sagen wir, ihr Fett wegbekommen. Wer ist noch auf dem Album dran? Ich glaube, auf dem Album, jetzt muss ich mal überlegen, da wird eigentlich die ganze Zeit gedisst. Also, da sind auf jeden Fall noch einige Kandidaten. Ich will aber da jetzt nicht die Spannung rausnehmen, die Spannung. Nee, die Spannung rausnehmen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Es werden auf jeden Fall auch unerwartete Gäste gedisst, wie mein Freund Bruce Lee sagt. Unerwartete Züge sind schwer zu kontern. Man konnte ja auch noch so ein bisschen mitverfolgen, dass bei den Disses, sagen wir mal, dass du jetzt eigentlich die letzten, ja, so, also letzte Jahr ungefähr, eigentlich schon ziemlich neutral Kool Savas gegenüber warst. Soweit wegen Äußerungen. Jetzt konnte man aber so ein bisschen mitverfolgen, dass da anscheinend was vorgefallen ist, sodass es in Zukunft nicht mehr so sein wird. Was da passiert, erzähl mal was dazu. Also an sich war eigentlich mit mir und Kool Savas, ich habe das eigentlich jetzt so auf dem ersten Tape bisschen ausgereizt, nicht zu persönlich geworden, sondern einfach lustige Zeilen gerappt in Bezug auf Savas. Ja, und also während der JBG-Phase und nach der Asphalt-Massaker-Phase war das eigentlich für mich schon so, dass ich gesagt habe, komm, wir lassen das jetzt sein. So, ich will das nicht überstrapazieren, ich habe kein persönliches Problem mit ihm. Nur, wenn er dann wirklich mir versucht, öfters mal Steine in den Weg zu legen, beispielsweise bei JBG, wo er dann bei Selfmade anruft und sagt, ey, wie könnt ihr was mit dem Jungen machen? Mach doch mit Favorite was. Oder wo er Azad, wo es um ein Azad-Feature ging. Also Azad sollte auf meinem Album sein und ich auf Azad-Album. Und das war eigentlich soweit alles in trockenen Tüchern. Da kam Savas, da hat sich da irgendwie berufen gefühlt, da irgendwie da das zu canceln.
Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, Azad ist ein loyaler Typ. Ich kann ihn auch vollkommen verstehen. Ich bin auch nicht böse oder ich habe auch keinen Grund dafür, irgendwie ihm böse zu sein. Ich respektiere ihn immer noch. Aber Savas, da sind so Sachen, wo ich dann mir sage, ey, was erhofft er sich dadurch? Dass ich jetzt ruhig bleibe und sage, okay, ja, mach, was du willst. Also wie gesagt, es wird definitiv wieder. Savas hat jetzt ganz klar gezeigt, auf welcher Seite er steht. Und so werde ich das auch definitiv demonstrieren. Ja, da kann man gleich mal fragen. So, hier John Bello Story 3 und Asphalt Massaker 2 kommen am gleichen Feiertag. So, sagen wir mal, siehst du das jetzt als Konkurrenz, beziehungsweise Savas ist ja ein paar Jahre länger schon im Geschäft. Ja, meinst du da auch konkurrieren zu können oder wie sehen so die Charthoffnungen beispielsweise aus oder die Verkaufshoffnungen? Also ich würde sagen, jetzt verkaufstechnisch sind wir jetzt da nicht irgendwie dahinter, dass wir irgendwie so ein Verkaufsbattle machen möchten mit mit Savas. So wie gesagt, wir lassen uns einfach überraschen. Er ist seit 10 Jahren im Game, weißt du. Ich bin gerade ein Newcomer, der jetzt sein zweites Soloalbum rausbringt. Und ich habe bewusst einen Titel wie Asphalt Massaker 2, also wirklich. Da nochmal dran, also da nochmal weitergemacht, weil ich einfach was an die Fans geben wollte. Ich denke mal, die sollen sich in erster Linie freuen, wie dann die Verkaufszahlen sind und was da noch drumherum passiert. Ist natürlich schon wichtig für meine Zukunft, aber mir ging es hauptsächlich darum, wirklich ein cooles Album für meine Fans zu machen, um meine Fanbase weiter auszubauen. Und deswegen, also, so ein Beef-Battle wird es da nicht geben. Das ist auch wirklich Zufall, dass dass beide Alben am gleichen Tag released werden. Nur, ich meine, John Bello Story, wer diese Mixtapes kennt, irgendwie da 10 B-Rapper auf einem Track sich reinziehen will, ich weiß es nicht. Da kann man sich wirklich lieber mein Album holen. Da hast du Bass Sultan Hengst drauf, hast du Echo Fresh drauf, hast du Summer Jam drauf, hast du Algier drauf. Da hast du wirklich geile Künstler drauf und da kriegst du auch was für dein Geld und hast du geile Tracks, geile Wortspiele. Als wenn irgendwo dann du Frankie Kubrick dir anhören musst. Und das ist ja schon für mich ein Grund, eine CD nicht zu kaufen, weil Frankie Kubrick da beispielsweise drauf wäre. Ja, dann kommen wir doch mal so auf die Songs. Man konnte irgendwie mitverfolgen, dass in der Produktionsphase relativ am Anfang, sagen wir mal, poppigere Nummern als in der Vergangenheit aufgenommen wurden, wobei wieder Teile irgendwie anscheinend davon verworfen wurden, aber beispielsweise wie jetzt irgendwie die erste Single, Es ist soweit, eben dann doch so mit Autotune auch in diese Richtung geht. Was ist da, sagen wir mal, passiert? Also war das jetzt wirklich so jetzt deine Idee oder kam es auch ein bisschen durch die Produzenten, welche Beats sie eben geschickt haben, so dass mehr sowas entstanden ist? Besonders am Anfang. Also wie gesagt, mein Album ursprünglich sollte es ja ein sehr kommerzielles Album werden. Nur wenn ich da wirklich so ein halbes Jahr lang sehe, wie jeder Volltrottel irgendwas in dem Interview gegen mich sagt, jede Woche ein neuer Track gegen mich, ich habe erstmal so die Füße stillgehalten, habe ich gesagt, okay, komm, jetzt ein Diss-Track, dann kommt der nächste Diss-Track, dann kommt ein Interview, dann kommt der nächste Diss-Track. Da habe ich mir irgendwann mal gedacht, meine Fans erwarten das von mir definitiv, dass ich da wirklich Stellung dazu beziehe. Und dann habe ich mich da in die Sache reingegangen. Und dementsprechend wird es auf jeden Fall Antworten geben auf die ganzen Disses, die in der Vergangenheit gegen mich gekommen sind. Ja, ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen, hier die erste Single. Da sind ja auch ein paar Fotos so vom Videodreh veröffentlicht worden, unter anderem mit Fahd und auch Kevin Kurani. So, wie war der Dreh allgemein und wie ist das jetzt zustande gekommen, beziehungsweise gibt es mit Fahd dann auch noch irgendwie Songs in Zukunft oder macht Kevin vielleicht irgendwie noch ein Special? Man weiß es ja nicht. Die Antwort. Ja, also, dass Kevin Kurani erschienen ist, ist ein guter Freund von uns, hauptsächlich von Mohammed und Zaki, die zwei Herrschaften hier, die haben dafür gesorgt, dass Kevin Kurani mit dabei ist. Ja, ich kannte ihn halt vorher, man kannte sich flüchtig. Er hat jetzt da kein besonderes Special irgendwie im Video, auf jeden Fall ist er aber, wirkt natürlich mit. Auf jeden Fall was Lustiges. Ja, was soll ich dir sagen? Fatz ist ein sehr netter Typ, ein sehr guter Typ. Was musikmäßig in Zukunft geht zwischen uns, weiß ich nicht, kann ich auch jetzt nicht so viel zu sagen, hat man sich halt nicht so Gedanken gemacht. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Typ, ein sehr talentierter Rapper meiner Meinung nach. Und ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, mit ihm zusammenzuarbeiten.